Mal das Zauberbuch an. Wir müssten ja jetzt anscheinend irgendwie diese. Oh mein Gott. Okay. Vor diesem Koboldläufer habe ich Angst und hier ist der Bogenschützenwächter. Dann natürlich die ganzen normalen Standarddinger, die Giftstachelfalle, die Pfeilwand. Würde ich sagen, wieder den Klingenstab und wieder den Gürtel. So. Diesmal haben wir nicht sowas reinschubsen können. Würde ich sagen, platzieren wir erstmal hier einen Bogenschützen. Weiterum hier einen. So. Und den Rest würde ich sagen, platzieren wir hier einfach zwei von den Teilen. Am besten welche, die hier so in etwa. Aber sonst haben wir hier nichts. Wir haben hier keine Kronleuchter. Wir haben hier. Puh. Ja, dann hoffe ich mal, dass du Bogenschützenwächter deine Arbeit gut machst. Wenn ich jetzt wüsste, ob die obere, also quasi die hier aufmacht oder die hier vorne. Das müsste ich jetzt echt noch wissen. Ja, wenn die hier aufmacht, dann würde ich da oben noch einen platzieren. Wenn die hier aufmacht, natürlich da oben lasse ich den. Aber ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt kommen. Oder als Alternatividee, ich nehme den hier weg. Und hau da oben einen rein, weil egal wie, das Ding wird sich ja irgendwie öffnen. Die Frage ist nur, ob quasi zuerst oder. Ich weiß es nicht. Ob sich das Teil hier vorne zuerst öffnet oder da. Also öffnen tun sich ja beide so oder so. Daran führt kein Weg vorbei, aber. Wo geht's denn überhaupt hoch? Ach, da hinten. Führt ja kein Weg daran vorbei. Beide werden sich öffnen, aber. Wenn sich zuerst das da vorne öffnet, dann möchte ich natürlich für die erste Runde erstmal Sicherheit haben, dann da vielleicht später noch den da oben platzieren. Naja. Et kütt, wie's kütt, sagen die Schwaben. Die Horde entfesseln. Sie brechen da hinten durch. Kobolde. Nur diese Kobolde. Ja. Die vermehren sich alle 2 Wochen. Das ist nicht gut. Ja, einfach nur auf gut Glück in die Menge schießen und gelegentlich mal mit dem Windgürtel noch mal ein bisschen zurückhauen. So. Also, es ist schon. Ja. So. Ja, das ist schön. Frage. Okay, nur die da vorne. Ach, Armbrust-Orks! Ja, leck mich doch, ihr Scheiß-Wichser. Hattet eine schlimme Kindheit, oder? Ja, genau. Deswegen sind die wohl so drauf, weil die eine schlimme Kindheit hatten. Ja, das kann ich auch verstehen. Wenn ich von meinen Eltern nur geschlagen werden würde, dann würde ich auch so reagieren, wenn ich Menschen sehen würde. Oder überhaupt irgendetwas Lebendes. Aber ich habe irgendwie was dagegen, dass ihr versucht, mich umzubringen. Deshalb, ja. Muss ich euch wohl erstmal großflächig abschlachten. Oh Mann, das ist echt gar nicht so einfach. Das ist echt schwer.
So, jetzt muss noch unser Paladin-Wächter was machen. Okay, wie viele haben wir? Wir haben... Ich mache jetzt erstmal nur hier. Da eine weitere. Und weitere kann ich nicht platzieren, außer hier noch so eine. Ach, die kommen jetzt auch von da. Ja, leck mich doch. Okay, da sind wieder die Kobolde. Oh Mann. Also, ich versuche jetzt nochmal wegzustoßen und hoffe mal, dass sie von den Pfeilen zerfleischt werden, soweit. Okay. Das waren ja schon üble Wellen. Ich würde sagen, wir gönnen uns noch einen weiteren Bogenschützen. Den platzieren wir, also zwei weitere. Einen hier. So, dann haben wir da zwei. Und da oben platzieren wir auch noch einen. Weil während den Wellen werden wir wenig Zeit haben, die zu platzieren. Ja, das ist doch schön. Dann machen wir hier im Endding noch ein bisschen Verteidigung. Ich würde sagen, zwei von denen. Tja, und dann... So. Hier haben wir zwei von denen. Dann diese Pfeilhagelteile. Hier oben zwei Bogenschützen. Hier drei von den Pfeilhagelteilen. Da oben auch zwei Bogenschützen. Ich würde sagen, das wird eine sehr, sehr anstrengende Runde. Das habe ich auch bei einem bisherigen gesagt und es hat dann doch irgendwie geklappt. Aber ich möchte es natürlich schaffen, ohne dass welche hier durch den Riss kommen. Was laber ich da? Horde entfesseln. Okay. Da kommen sie. Sie werden wahrscheinlich gleich erstmal wieder Kobolde kommen. Ja, wer auf die Minikarte kommt, sieht sie schon rennen. Müssten Kobolde sein. Jo, Kobolde. Und jetzt noch hier die... Also die Wellen da hinten scheinen ja recht gut weggesenzt geworden zu sein, aber jetzt kommen sie mir zu nah. Sie kommen mir zu nah. Was hat der gerade gesagt? Was für ein Spaß. Naja. Geht so, es ist eher scheiß anstrengend für ein Spiel. Okay, wir haben es gerade noch so geschafft, alles zu platzieren. Ich habe jetzt eigentlich ziemlich ohne irgendwie Gehirn platziert, einfach nur um schnell irgendwas zu haben. So, hier kommen wieder nur Kobolde. Die lösen jetzt natürlich erstmal all meine Fallen aus. Das ist natürlich sehr nice. Da hinten kommen weitere. Die lasse ich mal... Wobei, lasse ich sie kommen? Nein, ich bekämpfe sie schon mal ein bisschen. Sollen ja auch nicht zu weit kommen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass von der Seite keine mehr kommen. Das wäre übel. Ich muss sagen, die Grafik ist eigentlich ziemlich geil. Also die Grafik von dem Spiel ist echt... hat was. Und wieder Ruhe, aber nicht lange. So. Letzte Welle, sehe ich das richtig? Los. Oh Mann, ich habe gerade Framestürze. Die Framestürze sind extremst kacke. Ich habe gerade schlimme Frame-Einbrüche. Sieht man vielleicht auch im Video, denke ich mal. Ja, das ist echt nicht gut, diese Frame-Einstürze.
Das, ja, das tut mich jetzt gerade leicht behindern beim Spiel. So. Noch mal ein bisschen zurückstoßen. Noch ein paar Pfeile auf die schießen. Und das da müsste... Das da müsste der letzte sein. Ha! Und die nächste Welle ist geschafft. Sieg. Und wie viele Totenköpfe kriegen wir? Ach, immerhin 4. Können wir uns schon... Ja, können wir. Würde ich sagen. Bogenschützen kosten weniger. Das ist auch nice. Ich würde sagen, wir sparen auf das hier. Na, fortfahren. Das bekommen wir Barrikaden. Ah, okay. So, muss jetzt mal schnell was trinken. Ich merke gerade, wie ich so ein Pappmaul bekomme. So, die berühmte Let's Player-Krankheit immer zu lang aufnimmt. Dass man irgendwann nicht mehr reden kann. Aber naja, mal schauen. Eventuell werde ich halt nachher noch was trinken. Ich hoffe mal, es stört euch nicht. Ich versuche so leise wie möglich zu machen. Noch ein Angriff auf die Schwachstellen unserer Verteidigung. Man könnte fast meinen, die Orks würden dazulernen. Ah, sieht mal einer an. Man kann hier jetzt. Die Orks laufen. Wo lang laufen die Orks? Die Orks laufen entweder hier lang. Entweder hier lang, so zum Tor. Oder sie kommen von hier. Das heißt, wir haben jetzt zwei mögliche Wege, wo die Orks herkommen. Das heißt, wir müssen beide Wege sehr, sehr gut schützen. Und mit diesem Portal hier können wir wechseln, wenn ich das richtig sehe. Gut. Würde ich sagen, schauen wir mal ins Zauberbuch. Da haben wir Barrikaden. Nicht wahr? Nehmen wir. Dann nehmen wir wieder den Gürtel. Okay, Koboldläufer ist wieder dabei. Nehmen wir den Gürtel, nehmen wir die Einhandwaffe wieder. Nehmen wir den wieder. Die Pfeilwand und den Bogenschützen. Jetzt frage ich mich, ob das geht. Ich hoffe es, dass ich hier eine Barrikade hinsetze. Hier eine Barrikade. Und hier eine. Ja, ist ja schon mal hammer nice. Kommt hier schon mal nicht mehr vorbei. Habe ich schon mal sämtliche Versuche, da lang zu laufen, aufgehalten. Dann kommen die alle nur noch hier unten durch. Über die Brücke hoch. Ja, jetzt habe ich aber nur 600 und das ist nicht viel. Ich kann im Grunde hier so einen hinsetzen und mich dann hier hinter platzieren und versuchen, alle aufzuhalten. Tja, versuchen wir es. Wenn es nicht klappt, können wir das Level ja immer noch neu starten. Frage ist auch, gehen die Barrikaden irgendwann zu Bruch? Immer wieder die so wegzustoßen, das ist irgendwie ziemlich nice. Das bringt was. Ja, also der Laufweg von denen ist jetzt deutlich länger. Ach, eine Errungenschaft. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Ich habe gerade eine Steam-Errungenschaft bekommen. Für ein toter Ork, ist ein guter Ork oder sowas in der Art. Okay, wir haben wieder diese fucking Kobolde. Ah, leck mich. Scheiß Kobolde. Ja, das war's schon, aber nicht für lange.
Uff. Was kommt? Orks. Kobolde glaubt keine. Aber ich denke mal Bogenschützen. Das hier könnte auch die schwerere Welle sein. Irgendwie kommt da gelegentlich so eine etwas schwere Welle. Jetzt hat sich hier die Falle schon aktiviert. Verdammt. Kobolde! Spaß, naja, geht so. Das habe ich ja schon gesagt. Bester Kampfmagier aller Zeiten. Ja, geht so mit deinem Kampfmagier. Kann ich die hier platzieren? Ist das nützlich? Und diesmal hier hinter den Bogenschützen. Das Blöde ist, wenn der so viel Damage abbekommt, dann wird er wahrscheinlich sterben. Aber von hier könnte es schon ziemlich nützlich sein, wenn die hier langlaufen. Und der, die dann da abschießt. Eigentlich wäre es klüger gewesen, wir hätten den Weg hier zugemacht und hätten die hier oben hingestellt. Und die werden da unten langlaufen, der hat die von hier oben abgeschossen.